Es wird Zeit, dich zu befreien von deinem Leid. Hallihallo, ich hatte euch ja erzählt, dass es in Douala zwei Arten zu reisen gibt. Einmal die schönen freien Landstraßen, wo alles gut belüftet ist und man sich richtig wohlfühlt und durchatmen kann. Und dann dieser enge Stadtverkehr. Ich sitze hier gerade gequetscht mit meinem Cousin vorne drin, das ist gang und gäbe. Vorne sitzen immer mindestens drei, hinten mindestens vier. Und so reist eigentlich der Durchschnittsbürger durch die Staus, die sich hier täglich präsentieren, besonders wenn es um Brücken geht. Douala oder Kamerun, wie er gesagt hat, nur wenige große Brücken und da staut sich besonders dann auch natürlich die Abgase, die ganzen Abgase, die hier reinkommen von den Motoren, die teilweise ohne Katalysatoren, ohne TÜV und sonstige seit Jahrzehnten hier rumfahren, die können wirklich Kopfschmerzen verursachen. Wir sind hier gerade in einem Stau, er hat sich jetzt zu zwei bis drei Spuren ausgeweitet. Das ist so, das ist ein, sag ich mal, eher intuitives Verständnis, was die Menschen hier haben. Das ist sehr menschlich, der Straßenverkehr, wenig mit Schildern geregelt, wenig vorgeschrieben, wenig reguliert, ja, aber diese, das lässt viel Freiheit für Menschlichkeit. Das heißt, jeder von uns kennt die Szene, wenn er auf eine Kreuzung zufährt und hat eigentlich das Gefühl, der andere könnte theoretisch jetzt vor mir fahren, dann hätte es hinter sich die Schlange weg und es wäre angebracht und nur weil ich auf mein Recht bestehe, fahre ich jetzt, aber sonst könnte auch der andere fahren. Und hier ist halt genau umgekehrt. Hier wird immer abgefeilt, wer fährt jetzt und wenn einer vorfährt, dann wird ihm auch Respekt gegeben und der andere fährt nicht in ihn rein, sondern man lässt ihn passieren, selbst wenn man Vorfahrt hat. Ja? Also es gibt ein gewisses Für und Wider für diesen Straßenverkehr. Auf jeden Fall zeigt sich hier auch mal wieder die berührende Biologie. Das heißt, der andere gibt Acht auf seinen Nächsten. Er sorgt sich um ihn, er guckt hinter ihn, er achtet auf die Motorradfahrer, die hier die ganze Zeit zwischendurch rasen. Also es ist richtiges Chaos, aber dynamisch stabilisiert. So wie Professor Dr. Dürmer sagt in der Quantenphysik, so muss man das Leben gestalten, das Chaos dynamisch stabilisieren und das funktioniert recht gut. Wenn es mal zu Unfällen kommt, habe ich mir sagen lassen, sind die meistens auch sehr, sehr schwerwiegend, weil natürlich keiner einen Helm an hat. Die Sachen sind komplett überladen und dann fallen die Menschen schnell mal hin und schlagen sich den Kopf auf und dann gibt es hier öfter wirklich scheußliche Unfälle. Aber für das Verhältnis, dass hier so ein riesiger Stau sind, ist es noch sehr gering. Ihr müsst es auf jeden Fall mal erleben, Leute, wenn ihr hier seid, seid euch nicht zu schade, euch mal in so ein Taxi reinzuquetschen und ein bisschen zu kuscheln, ein bisschen zu berühren und ein bisschen hier, sage ich mal, in Kontakt mit dem echten Leben zu kommen. Leute, macht's gut, bis zur nächsten Sendung. Da zeige ich euch noch ein paar Früchte, die wir hier ergattern konnten auf dem Markt. Bis dann, macht's gut. Heute stehe ich unter einem Avocado-Baum. Diese Frucht hier hat mir wirklich eine wunderschöne Abende beschert, weil Abend den ganzen Tag über rohe Früchte essen ist ganz gut, aber man hat irgendwann das Bedürfnis auch noch ein bisschen salziger oder ein bisschen deftigerem und da war die Avocado meine erste Wahl. Ich habe ehrlich gesagt jeden Tag zwei oder drei davon gegessen. Das Schöne ist, man ist gesättigt, ja, hat gesunde Fettsäuren aufgenommen und man ist gleichzeitig wohl genährt. Also die Avocado enthält sehr, sehr viele gesunde, essentielle Nährstoffe. Lutein für die Augen, Zeaxanthin, Antioxidant, aber auch Sachen wie Vitamin D2 enthält die Avocado. Das heißt, sie ist eines der wenigen Lebensmittel, die Vitamin D enthalten. Am Ende meiner Reise angekommen ist die Avocado das letzte Glied in der Kette der Tropenfrüchte, die mir so ans Herz gewachsen sind, was ich wirklich euch nur empfehlen kann. Wenn ihr hier in den Tropen seid, probiert unbedingt diese Avocados aus, besonders weil sie hier so riesen Dinger sind und weil sie hier wirklich vollreif geerntet werden können. Das heißt, sie entfalten ihr volles Geschmackspotenzial und man braucht keinen Salz, man braucht nichts dazu zu essen. Damit ihr auch mal in den Genuss der Avocado kommt, würde ich euch empfehlen, wenn überhaupt, Bio-Avocados zu kaufen. Ja, weil man geht zwar immer davon aus, dass wenn die Pflanze, sag ich mal, gedüngt wurde oder andere Sachen ist oder gespritzt wurde, ist bei Sachen mit Schalen nicht so schlimm ist.
Aber bei Avocado ist es so, wenn sie heutzutage unter den Verhältnissen aufwächst, wie sie leider oft ist, der Fall ist, das heißt, sie wird gespritzt, sie wird bearbeitet, da verändert sich die Struktur, wie wir auch schon mal gesehen haben in den ersten Videos. Strukturierte Avocado-Smoothie, müsst ihr euch anschauen, das Video, erzähle ich auch ein bisschen was dazu. Kauft sie bio und kauft auch mal afrikanische Avocados, ja, weil die sind richtig, richtig lecker, kann ich euch nur empfehlen. Die Avocado ist außerdem gut für Schwangere. Meine Frau hat in letzter Zeit, während sie schwanger war, immer jeden Tag fast so einen Avocado-Salat gegessen und fühlt sich richtig pudelwohl. Und sie hilft dabei, den Cholesterinspiegel zu regulieren. Das heißt, sie macht nicht fett, wie uns immer von der Werbung erzählt wird. Genauso wie die Banane aktivieren sie die natürlichen Sättigungsmechanismen. Das heißt, wir haben was im Bauch, wir sind gefüllt, aber wir haben auch nicht dieses schwere Völlegefühl. Deswegen, Leute, ich kann sie euch wirklich schon ans Herz legen. Diese Avocado, mein Geheimtipp für langfristige Gesundheit und meine letzte Tropenfrucht. Ich hoffe, die Reise nach Afrika hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt viel gelernt. Wir sehen uns nächstes Mal wieder im Studio. Auf jeden Fall wissen wir jetzt Bescheid, was man hier essen kann, wie man durch Rohkost, wunderbare Rohkost, sich so im Urlaub durchleben kann und vor allem, wie es hier auch an den Menschen geht, was wir für einen Einfluss haben durch unsere Wahl der Ernährung, in dem, was wir kaufen, in dem, was wir tun und in dem, was wir konsumieren, wie sich das auf andere Menschen auswirkt. Ich danke euch sehr für die Aufmerksamkeit, Leute. Ihr habt mir was Gutes getan, ihr habt den Menschen hier was Gutes getan. Und dadurch, dass ihr mehr Rohkostanteile in eurer Ernährung, tut ihr euch schon was Gutes. Wir sehen uns bei der nächsten Sendung wieder zurück in Frankfurt.